Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sonic Colors. Im letzten Part haben wir ja den Bosskampf gegen einen von Dr. Eggmans Roboter bekommen. Tails hat er kurz in seinen Bann gezogen. Und jetzt sind wir hier bei Planet Whips. Wir haben schon den ersten Akt gemacht und ich würde mal sagen, wir machen schnell weiter mit Akt 2 und gucken weiter, wie es jetzt so weitergeht in dieser Welt. Ich habe ja schon im letzten Part gesagt, dass ich ja diese Welt sehr, sehr cool finde. Und dann würde ich mal sagen, let's go. Ich wollte gerade sagen, mit Viereck geht das. Ja, ich muss immer wieder gucken, ne? Was die Steuerung angeht. Auch wenn die eigentlich sehr, sehr einfach ist. Okay, schade. Dann ignorieren wir mal die Spielemarke. Uppala. Ah, da kommen ein paar Stachelchen. Okay, nicht so gut. Au. 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 Okay. Und ich war gerade da, voll verwirrt. Dann wäre ich hier auch noch fast gestorben. Muss ja auch nicht sein. Jetzt komme ich hier nicht hoch. Die Münzen nehme ich voll jetzt aber mit, weil Leben. Das brauchen wir ja. Zack. Okay, da ist eine rote Münze. Die würde ich tatsächlich versuchen mitzunehmen. Was hat denn da? Sehe ich mich. Schön, schön, schön. So, ja, Eiskalt mal Sprung. Okay. Zack, zack. So, der Doppelsprung ist manchmal super, manchmal aber auch sehr, sehr verwirrend. Finde ich. Zack. Ah, das läuft doch. So, jetzt hier diese Plattform noch raus. Probiert. Oh, hui. Zack. Aber jetzt auch ein bisschen mitgenommen. Zack. Zack, zack. Oh lala. Okay, jetzt geht's ja ab. Und wir haben es aber geschafft. Mit ein bisschen rumgefail, aber gut, ihr kennt das ja schon. Die ersten Level bei der neuen Aufnahme ist meistens nie so wirklich das Game von AI. Aber es war ja trotzdem noch in Ordnung. Wie gesagt, ich glaube, jetzt kommen langsam die Levels, wo ich ehrlich zu euch bin. Wo jetzt immer regelmäßiger C-Ränge kommen. Aber, naja. Das Gute ist ja, ich sag's mal so, lieber ein C-Rang anstatt ein D-Rang. Ich habe ja schon gesagt, dass ich das Spiel dort, was das angeht, ja nicht auf 100% machen möchte. Sondern, dass ich jetzt einfach ja nur durchspielen möchte und euch das ja einfach zeigen möchte, das Spiel. Das ist mir, das Wichtigste, was es mir ist auf jeden Fall. Zack. Ja, kurz hier mal diese Roboter kurz ignorieren. Zack, zack. Ja, das Slide mache ich jetzt nicht, weil finde ich jetzt nicht so.
So. Da ist eine rote Minze, die wir dann nehmen. Das Gute ist ja, man kann ja die ganzen anderen Dinge. Kaputt machen. Ah, nein! Wir waren so kurz davor! Jederzeit bereit! Nein, nein! Ja, komm, Tails. Ist okay. Och nein, es war so kurz davor. Wir sind zweimal leider gestorben. Aber naja, ich glaube, das müsste jetzt nicht so viel ausmachen. Ja, wenigstens noch ein Bären. Ah, das war so bitter. Das war richtig bitter. Das Gute ist, ja, haben wir Gott sei Dank diese ganzen Tails-Dinger ja sehr, sehr oft gesammelt. Oder wir sammeln ja viele davon. Deswegen packt er uns ja Gott sei Dank immer an der Stelle zurück, wo wir ja am nächsten dran sind. Aber das war... Ah, das war jetzt gerade wirklich sehr, sehr ärgerlich. Aber naja, wir machen hier blitzschnell weiter. In diesem Level. Und ja. Ich mag die Musik. Nein, Spielemarke. Oh, okay, okay, jetzt geht's ab. Ja, du bist unterwegs, du. Ja, so, zack, zack, zack. So macht man das doch. Danke. Ich wollte gerade sagen, oder so. Nein. Ja, das meinte ich, das ist... Ja. Hm. Ah, verdammt. Das meinte ich, das ist jetzt hier gerade ein bisschen... Das ist jetzt gerade ein bisschen tricky. Muss ich sagen. Ich bin jetzt mal ein bisschen davon. Nein! Oh, was? Du sollst doch da nicht. Nein! Oh. Oh, Sonic. Und das meinte ich, ne? Jetzt geht's los. Also das war noch nie so die Stelle, die ich da gefeiert habe. Nein, nein! Oh, jetzt muss ich mich wieder einmal kurz aufregen. Ja, schon, du bist unterwegs. Das ist toll, Tails. Nein, nein, das war zu schnell. Weil ich finde, hier ist wirklich das größte Problem, dass du hier zu schnell bist, dass du zu schnell hier Sachen machen kannst und das muss. Das ist hier echt, das kann hier echt zum sehr, sehr großen Nachteil kommen. So. Zack.
Wollte ich jetzt hier extra warten, bis die Plattform kommt. Jetzt haben wir es geschafft. Das ist doch jetzt super. So. So, jetzt hier runter. Slime. Nein! Boah, da war ich wieder zu schnell. Oh, Sonic. Das wollte ich jetzt nicht. Okay, jetzt geht's hier nochmal. Oh. Keine Sorge, Son. So. Oh, jetzt haben wir es aber. Ich wollte gerade sagen, also irgendwie muss das ja... Ach, da, nicht rumziehen. Spielermarke einsammeln, alles gut. Und... Wir haben das Level eigentlich geschafft. Und das meinte ich. Also jetzt wird es hier öfters Level geben, wo ich jetzt höchstens am Verzweifeln bin. Aber wenigstens noch ein C ranholen. Wenigstens etwas. No, den Tails sind immer mit, weil wir haben ja jetzt auch schon ziemlich oft davon Gebrauch gemacht gerade. Deswegen, also diese Tails können gar nicht mal so schlecht sein. So fremd dieser Ort auch scheint, erinnert er mich doch sehr stark an Eggman. Ich glaube, er verwandelt ihn irgendwie in einen seiner Vergnügungsparks oder so. Verehrte Gäste, wenn ihr diese Nachricht hört, befindet ihr euch unerlaubt auf dem Gelände. Wenn ihr keine Roboter seid, geht umgehend zum Hauptbereich des Parks und ignoriert dabei alle bösen Vorkommnisse, die ihr gesehen habt. Vielen Dank. In diesem Park scheint sich alles um Weltherrschaft und die Eroberung von Aliens zu drehen. Er hat sie schon lang erobert. Nutzt sie als lebendigen intergalaktischen Treibstoff. Hätte nicht gedacht, dass Eggman noch tiefer sinken kann. Vertreibung einheimischer Aliens sowie Zerstörung natürlicher Ressourcen möglich. Diese Vorkommnisse liegen jenseits der Verantwortung von Eggman Enterprises. Verstehst du was? Ja, die sind alle ausgeflippt. Sie sind schockiert wegen dem öffentlichen Verkehr und einer verrückten Krankenschwester. Oh, halt, vergiss das. Sie sind schockiert über die Verwandlung ihres Planeten und darüber, dass man sie einmal quer durch die Galaxis geschleppt hat. Ich glaub's immer noch nicht, dass er einen ganzen Planeten entführt hat. Wie kann jemand nur sowas machen? Sie sagen, es war entweder Dreck vom Fall oder ein Traktorstrahl. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Generatoren keine Eiscreme verschleudern. Stell dir vor, wie es dann hier aussehen würde. Du meinst also, es wäre ein noch größeres Chaos als ohnehin schon? Ich werde diesen Umbauarbeiten ein Ende setzen. Ja, das werden wir auf jeden Fall machen und ich würde mal sagen, wir machen jetzt noch Akt 5. Und ja, Dr. Eggman hat ja hier, also der will sehr, sehr große Pläne hier anscheinend alles, aber wir wären ja nicht Sonic, wenn wir das verhindern wollen. Hochfallen. Oh, ja, ja, das war knapp. Nein! Bin unterwegs! Ja, du bist unterwegs. Das ist so super. Ab nach oben!
Das war jetzt aber gerade ziemlich schnell nach oben. Ja, hier einen kleinen Chico, wir nehmen jetzt hier kurz das Checkpoint mit, wollte gerade sagen. Zack, zack, zack. Ja, hier war jetzt. Wäre jetzt noch eine rote Münze, aber. Das muss ja. Also, wir müssen ja auch nicht jede Münze holen, außer jetzt die, die war offensichtlich und leicht genug. Und da ist die Ziellinie. Wir haben es geschafft. Das ging tatsächlich sehr, sehr schnell. Dieses Level. Und da ist wieder so ein Tails. Den holen wir. Und wir kommen zügig immer weiter. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir jetzt noch den letzten Akt machen vor dem Bosskampf. Und da hat sich was beim Gameland getan, weil wir 30 Münzen insgesamt jetzt schon gesammelt haben. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt noch Akt 6 vor dem Bosskampf und dann würde ich sagen, war es das dann auch schon. Also ist der Plan, den ich ja schon vorgeschlagen habe. Hab ich ja gesagt, okay, eigentlich habe ich ja vorgeschlagen, dass wir eventuell noch den Boss machen können, aber wir sind ja auch schon so gut durchgekommen, dass wir wenigstens dann im nächsten Part den Bosskampf machen können. Und ich bin runtergefallen. Und das passiert auch sehr, sehr oft in diesem Part. Aber naja, das ist ja jetzt nicht so schlimm. Auf jeden Fall grinden wir hier gerade um unsere Ehre. Nein! Okay, ich glaube, wir müssen ein bisschen später. Okay, das Grinden ist jetzt ein bisschen langsamer. So. Ja gut, der Schwung fehlt jetzt halt, ne? Was mache ich denn da? Das war echt knapp. Ja, war so. So, aber dann ist doch hier erledigt. Aber wir kriegen noch alles. So. Kriegen doch alles hin. Und. Zack. Ah, ich mag sie. Ich mag Sonic. Wie gesagt, ich bin auch schon mega gehypt auf Sonic Frontiers. Habe ich ja auch schon gesagt im ersten Part. Was ja auch noch dieses Jahr kommt. Bin ich auch schon mega gespannt, gerade weil es auch das erste Mal Open World Sonic ist. Deswegen finde ich es ja auch nochmal gut, dass jetzt Sonic oder das Sega mit Sonic mal eine neue Richtung einschlagen wird. Klar, dieses Level-Prinzip mag ich ja auch bei Sonic. Das passt auch, ist ja auch gut angeeignet, aber irgendwann musst du auch mal was Neues machen. Das hat man ja mit Mario. Also mit Super Mario Odyssey zum Beispiel haben die ja auch was Neues ausprobiert. Auch mit so einer Art Open World Prinzip. Sag ich jetzt mal. Und das muss ja auch irgendwann sein, ne? Du kannst ja nicht nur dich jetzt irgendwann nur auf die alten Kamellen vertraut machen. Also klar,
kannst du, das sieht man ja auch bei Mario, das funktioniert ja immer noch sehr, sehr gut, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Irgendwann muss doch mal was erfrischen bei so einer Franchise und wie bei Sonic, das ist ja, ja, es ist so eine Hassliebe, kann man sagen. Es ist eine Hassliebe, kann man sagen. So, aber wir haben es geschafft. Deswegen bin ich gespannt und ich bin halt auch der Meinung, dass Sonic Frontiers wirklich nach langem, also wirklich nach langem wieder ein Sonic-Spiel sein kann, was wirklich jeden begeistert wieder. Oh, leider den Tails nicht bekommen. Aber ich hoffe es einfach, weil wie gesagt, Sonic Forces zum Beispiel war vom Spielgefühl her super. Das hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also hatte gewisse Teile, die wirklich Spaß gemacht haben. Aber es war jetzt halt kein perfektes, zum Beispiel das da, Sonic Colors, finde ich wiederum grundauf ja perfekt. Ihr seht es ja, was ich halt wirklich so perfekt finde. Ich mag die Welten, ich mag halt auch das Movement, das ist sehr, sehr super gemacht. Und es ist halt noch alles sehr, sehr gut gealtert. Und ja, deswegen, das wollte ich auch nochmal kurz sagen. Und ja, ich hoffe, dieser Part hier von Sonic Colors hat euch gefallen. Wenn es dem so ist, dann könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen. Oder wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, könnt ihr auch auf Abonnieren drücken. Keine Sorge, ist jetzt keine Abo-Falle. Es ist ein kostenloses Abo tatsächlich. Und ihr bekommt kostenlosen Content jeden Tag außer Freitag um 17 Uhr. Und wenn ihr dann schon mal dabei seid, könnt ihr auch mal die Playlisten abchecken. Wir haben sehr viele angefangene Let's Plays oder auch beendete Let's Plays. Und ja, die Namen stehen auch noch auf den Playlisten, sodass ihr euch ein bisschen, ja, ich sag's mal, aussuchen könnt, wer welche oder wisst, wer welches Let's Play gemacht hat. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns spätestens morgen wieder, wenn wir wieder oder wenn wir den Bosskampf hier angehen bei Planet Wisps hier bei Sonic Colors. Dann sage ich mal tschüss und bis dann. Ciao.